Also, ich werde seit 2 Wochen gefragt, erstens, was ich von den Gordon-Changes halte und zweitens, was ich von den Kha'Zix-Changes halte, die jetzt heute kommen, mit Patch 11.22. Und ja, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde den Patch durchgehen und den Kha'Zix-Part kann man ja dann im YouTube-Video verlinken. Okay. So. Arcane ist cool, ne? Kommt, glaube ich, am 7. oder am 6. Also in 3 Tagen. Season-Ende ist am 16. Da fliegen wir in die USA. Glaube ich. Also, dass es am 16. ist. So, dann kommt Akali, wurde ein bisschen genervt. Nee, gebufft, da steht increased. Braucht sie, glaube ich, die ist gerade nicht so stark. Aber dann relativ fettes AP-Scaling oben drauf, also es ist ziemlich huge. 10% AP-Scaling ist fett. Grace wurde genervt, bitter nötig. 10% AD-Scaling weg von seiner Passive, das ist auch sehr, sehr gut. Kalista wurde gebufft, das braucht sie auch, sie wurde eigentlich nicht mehr gespielt. 10% Scaling. Okay, das ist ziemlich huge. Subsequent Spear Ratio. 5% Scaling und Early 3%. Ja, das hilft auf jeden Fall. Kayn ist tatsächlich sehr, sehr interessant. Darken Kayn Q Damage Ratio increased. Darken A Target Max Health Damage Ratio increased. Oh! Wait. Das hört sich ja ziemlich cool an. Red Kayn took a bigger damage hit than other fighters with last patch Gordon Nerfs. Ich meine, Red Kayn wurde schon seit. Also, den letzten Red Kayn, den ich gesehen habe, ist sehr lang her. Den letzten guten Red Kayn. Ist ein halbes Jahr her oder so. Also, was machen sie? Sie packen 65% AD, das bleibt. 5% bleibt. Und dann kriegt er 1,5% Max Health per 100 AD obendrauf. Das ist ja gar nichts. Wobei, das ist per Slash, ne? Auch noch. Ja, ist. Ich meine, man braucht halt nicht so viel AD auf dem Champion, oder? Ich glaube, du brauchst nicht so viel AD. Aber ich meine, er ist okay. Es ist fein. Also Red Kayn ist halt gut gegen so Tanky-Champs und damit ist er jetzt noch ein bisschen besser gegen die Tanky-Champs. Und dann ist Umbral Treasure, der seine Ult macht jetzt 15% statt 10. Und das war's. Also, er macht 5% Max Health Damage. Ja, das ist schon okay. 300 AD hast du ungefähr mit Full Build. Ja, also du machst einfach ein bisschen mehr Schaden. Ist okay. I like it. Ist gut. Vor allem die Q ist ja dann auch für Monster, ne? Das ist auch nice. Okay. Okay, ganz ehrlich, aber also das ist alles nicht so krass. Das sind keine krassen Changes bisher. Hilft alles ein bisschen. Jetzt kommen wir zu dem Problemkind. Jetzt kommen wir zu dem Problemkind. Also, Kha'Zix. Kha'Zix wurde am Anfang der Season, glaube ich, war das, wurde er richtig hart gebufft. Und da war er auch broken, 100%, hat ihn auch jeder gespielt. Dann wurde er ein bisschen zurückgenervt, dann hat ihn keiner mehr, also kaum jemand mehr angefasst. Und seitdem wurde er nicht angetouched. Jetzt letzten Patch wurde Gordlinka und Conqueror wurden beide genervt. Das heißt, ich persönlich habe Kha'Zix nicht mehr wirklich gespielt, weil es sich nicht mehr so stark angefühlt hat. Und jetzt kommt nochmal obendrauf ein genereller Kha'Zix-Nerf für die Bruiser und für die Damage-Variante. So, change is good, he said, but this bug almost got through the entire season without any changes. Also nicht direkt, also direkt gab es glaube ich nur einmal, aber sonst nicht, ja. Kha'Zix has been generally strong all season and now that many competing junglers have gotten nerfed, he's become really popular. His power has recently crept up from strong to OP and so returning down his damage. Also, sagt Riot, weil sie ja basically Gordon und Conqueror genervt haben, ist Kha'Zix ja ein bisschen besser geworden. Und ich glaube, das stimmt auch. Der Full Damage
Damage Kha'Zix ist, hat, also hat einfach eine sehr, sehr viel bessere Zeit jetzt gehabt im letzten Patch. Vor allem für Lore Elos. Ich glaube, Tahnu beispielsweise spielt ja Full Damage Kha'Zix auch in High Elo. Ich glaube, also glaub, für den war das auch sehr nice. Aber für mich, also war das tatsächlich den letzten Patch schon dead, weil ich den halt auf Loser gespielt habe. So, gucken wir uns mal an. Also, die Q-Damage wurde early gar nicht genervt, sondern... Achso, nee, die Base-Damage wurde nicht genervt, sondern es wurden 15% Bonus-AD weggenommen. Das heißt... 15%, wie viel ist 15%? Tatsächlich ist das... Sagen wir mal, also das, ich meine, das macht ja für deinen ersten Kill nichts aus. Sondern das ist ja auch nur Scaling. Also dem wurde halt ein bisschen Scaling weggenommen. Okay, so, dann kommt nochmal, der isolierte Damage wurde genauso wenig angefasst, sondern nur für das AD-Scaling angefasst. Okay, also ich glaube, man kann sagen, der Damage, der Full-Damage-Build wurde einfach härter getroffen als der Bruiser-Build, den ich ja immer spiele. Ich selber baue ja, aber also ich mache das nicht mehr, also es fühlt sich ein bisschen ungeil an, Bruiser Kha'Zix zu spielen. Also hat sich ungeil angefühlt jetzt ein Patch. Aber dieser Change trifft den Damage Kha'Zix sehr viel mehr als den Bruiser Kha'Zix. Genau, bei 100 extra AD kriegst du 15 weniger Damage. Und ich glaube, mit dem Bruiser Build hast du halt vielleicht 200 extra AD, ne? Das heißt, du machst 30 weniger Schaden. Das ist tatsächlich nicht mal so viel. Und eigentlich wollte ich meinen YouTube-Titel Kha'Zix ist tot, ich fasse Kha'Zix nie wieder an benennen. Aber ja, ich glaube, es ist fein. Ich glaube, wenn die Gegner halt irgendwie eine gute Kha'Zix-Comp haben, dann kann man Kha'Zix schon noch spielen. Ja. Also bei dem isolierten Schaden sind das 30%, ne? Das ist bei 200 AD sind das 60 Schaden. Ja, also ich werde den nicht einfach so picken. Aber wenn man AD braucht und ja, Invis OP ist, dann kann man den, glaube ich, noch spielen. Und ansonsten, ja, gut. Das, also, was Kha'Zix getötet hätte, ist, wenn sie sein Base-Damage angefasst hätten. Wenn sie ihm noch einen schlechteren Kill gegeben hätten, das hätte Kha'Zix gekillt. Ich meine, natürlich, also fasst jetzt so ein bisschen seine Kill später an, aber seine ersten Kills sind ja nicht wirklich angefasst worden. Also nur so ein bisschen. Deswegen würde ich jetzt sagen, er sollte noch spielbar sein. Er sollte noch spielbar sein. Okay. Was haben wir noch? Maokai wurde gebufft. Passive Heal. Ne, Passive Heal wurde genervt. Okay. Aber dafür wurde seine W wurde auch genervt. Wait, der wurde insgesamt genervt. Huh? Okay, weird. Ich meine, der wurde bei den Worlds gespielt, ne? Vielleicht war der stark. Kiana wurde genervt. Es steht ja 500 zu 520. Base Health Reduced. Ach, da steht 590. Oh mein Gott, die haben dem 70 Leben weggenommen. Wow, das ist ein fetter Nerf. Dafür scaled sie auch ein bisschen besser mit Health. Also ab Level 4? Wait. Also sie kriegt 20 Leben mehr. Pro Level. Sie hat das ab Level 4 schon wieder drin. Oder ab Level 5. Oder nicht? Ab Level 5 hast du 10 Leben mehr. Das ist also gar nicht mehr so schlecht. Aber okay, was passiert sonst? Q-Damage Nerf? Uff. Im Early? Und Scaling Nerf? Uff. Aua. 15%, also ich meine,
Kiana kannst ja nur Full Damage spielen. Das ist, sind aber 15% von Bonus AD. Das ist sehr viel. Das tut dir richtig weh. Und ihre E auch. 20% Bonus AD weg. Aber dafür kriegt sie mehr Base-Schaden. Du hast die Eva, glaube ich, nicht angefasst, oder, auf Kiana? Also es sollte sich ziemlich ausgleichen, so ein bisschen. Die Q wurde im Scaling gebufft, aber Bonus-ID, ja. Also es ist halt für, also es ist halt irgendwie Bruiser-Kiana ist ein bisschen besser geworden. Aber wer hat Bruiser-Kiana gespielt? Dann spielt doch die Bakasix. Naja. Ich glaube, also, es findet sie schon hart. Ich glaube, sie wird nicht mehr gespielt im Jungle. Was haben wir sonst? Rennington. Stun and Lockout Durations increased. Empowered Stun Duration. Oh, der wurde zurückgebufft. Dafür aber auch seine Lockout Duration. Das heißt, er kann selber sich nicht bewegen für 0,5. Er ist ein Buff, ne? Ganz guter Buff. Ich glaube, Rennington war auch fucking schlecht. Also. Riven wurde gebufft. Mit 10 Base Damage, das ist schon viel. Why? Und dann kriegt sie 20% Bonus AD Scaling auf ihr Shield. What? Das steht wegen Golden Key. Ja, aber guck mal, du hast 30 Golden Key Gems. Warum werden sie alle nicht gebufft? Ja, bei Kalik haben sie nochmal schön draufgehauen. Nachdem der auf dem Boden lag. Damage Ratio increased. 30% AD Scaling. Warum? Also in diesem Patch wird tatsächlich sehr, sehr viel Bonus AD geändert. Also Bonus AD Scaling wurde einfach geändert. Von den meisten Champs. Bin ich der Einzige, dem das auffällt? Bei den meisten Champs wird einfach Bonus AD geändert. Naja. Das ist ziemlich huge, by the way. 30 extra AD Scaling auf der E. Also ich meine, was heißt huge? Ist halt die E, leider nur. Wenn das die Q wäre, wäre das ziemlich huge, aber die E ist halt fein. Vielleicht hilft dir das mit dem Lethality-Bild. Was? With 300 Bonus AD, Riven will get 60 more shield. Stop overreacting as if it breaks the champ. Even if you shouldn't be buffed in the first place. Cheers. Ja, was habe ich doch genau gesagt? Also ich meine, warum bufft man Riven? Auch klar, natürlich, ist kein huge Buff. Aber es kriegt 10 Base AD auf der W, das ist tatsächlich ziemlich viel. Und kriegt for free 20% AD Skin auf ihr Shield. Das ist schon. Why? Es gibt sehr, sehr, sehr viele Champions, die das bitter nötig haben. Riven war schon in einem sehr guten Spot. Auch ohne Goldrinker. Und außerdem ist 60%, tatsächlich ist ein 60er Schild schon fucking huge, ja. 60er Schild ist nicht wenig. Für ein Sparable Schild. Ist echt nicht wenig. Stell dir vor, Lee Sin's W würde gebufft werden. Um 60. Das ist fucking huge. Q&R Improvements for Consistency. Knockback wurde ein bisschen. Okay. 0,05 erhöht. If you hit a wall, dash range now extends up to 50 units when going over a wall. Distance traveled and damage dealt are not based on exact channeling time instead of every 0.25 seconds. Okay, ich glaube, das ist ein bisschen besser dann. Targets will get knocked back immediately upon contact with Y. Und war vorher nicht so, okay. Und auch hier. Varies between 1.25 und 1.4 und das ist immer 1.4. Okay, so basically wurde einfach ein bisschen gebufft. So was so Quality of Spells angeht. Ja. Ich meine, weißen Champion. Da weiß man nicht, ob sie gut oder schlecht ist. Könnte sein, dass sie sehr gut ist. So, und dann wurde Yumi endlich mal genervt. Und zwar kriegt sie 4% Scaling Nerf auf den Movement Speed. Okay.
Und der Heal wird auch um 20 Base genervt und um 5% AP Scaling. Wait. Ich meine, macht das viel aus? Also es macht schon ein bisschen aus. Ist auf jeden Fall ein guter Start. Ich glaube, sie ist aber noch spielbar. Das ist ein guter Start. Das ist ein guter Start. So, genau. Gordonka haben wir uns vorhin angeschaut. 50 Leben. 2% Omnivamp. Ja, ich meine, Gordonka. Ich glaube, kaum jemand baut Gordonka, um tanky zu sein. Aber, naja, das Item ist schon sehr, sehr schlecht gewesen im letzten Patch. Also braucht ein bisschen Hilfe. Okay. Und ich glaube, das war's. Was?